Das sind die LTV-Themen am Mittwoch. Aufwärtstrend am Arbeitsmarkt hält an. Frühlingscheck für den Drahtesel und Gymnastik zum Mitmachen für jedermann. Das und mehr gleich hier bei LTV aktuell. Schuh geschnürt und auf zum 23. Intersport City Lauf Cottbus. Am 10. Mai ab 13 Uhr im Cottbuser Puschkin Park. Mit der Firmencup-Staffel, dem Sparkassen-Laufcup, dem Niederlausitz-Cup, dem Bambini-Lauf und Schülerlaufen für Toleranz und Demokratie. Der Intersport Citylauf Cottbus mit Volksfestcharakter und einem großen Sonderverkauf an Laufsportartikeln. Präsentiert von Intersport in der Spreegalerie und im Blechenkarree und weiteren Partnern der Region. Infos unter www.lc-cottbus.de. Schönen guten Abend und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu LTV aktuell am heutigen Mittwoch. Seit vielen Jahren veröffentlicht die Agentur für Arbeit jeweils zum Monatsende die Beschäftigungszahlen in der Region. Was nach reiner Routine aussieht, ist aber kein Selbstzweck. Ziel ist es, die regionalen Unterschiede in Wirtschaft und Arbeitsmarkt zu erklären, lokale Besonderheiten zu erforschen, um gegebenenfalls steuernd eingreifen zu können. Und hier sind sie, die Zahlen für den Monat April. Der Aufschwung auf dem Arbeitsmarkt geht weiter voran. So ist die Arbeitslosenquote im Vergleich zum Vorjahr um 0,9 Prozentpunkte gesunken. Das ist die niedrigste April-Arbeitslosenquote seit 24 Jahren. Trotzdem sind zurzeit im Agenturbereich rund 34.000 Menschen ohne Job. Die Tendenz auf dem Arbeitsmarkt in Südbrandenburg wird, da bin ich ganz sicher, weiterhin positiv sein. Sicherlich auch aus demografischen Gründen. Aber die Arbeitslosigkeit wird sinken. Mit etwas Glück werden wir in Südbrandenburg im Sommer unter die 10%-Marke kommen. Das wäre das erste Mal seit Wende und Wiedervereinigung, also seit etwa 25 Jahren. Und meine Prognose ist auch, die Arbeitskräftenachfrage wird weiter ansteigen. 3.600 freie Arbeitsstellen sind derzeit verfügbar. Vor allem im Einzelhandel, in der Gastronomie und im handwerklichen Bereich werden dringend Mitarbeiter gesucht. Weiterhin positiv, auch die Jugendarbeitslosigkeit ist rückläufig. Vor allem Schulabgänger haben gute Chancen, denn 200 Ausbildungsplätze werden höchstwahrscheinlich unbesetzt bleiben. Die jungen Menschen in unserer Region haben so viele Chancen wie noch nie. Wir haben noch über 2000 Ausbildungsstellen in der Vermittlung, sodass für die noch ca. 1700 Bewerber reichlich Auswahl da ist. Damit die Unternehmen doch noch zu ihren Auszubildenden kommen, geht die Agentur für Arbeit neue Wege. Sie versucht Schüler wohnhaft in der Nähe von Berlin für eine Lehre in der Lausitz zu überzeugen. Wir möchten natürlich, dass unsere Firmen ihren Nachwuchs bekommen. Und da wir wissen, in Berlin gibt es mehr Bewerber als Ausbildungsstellen, liegt der Gedanke nahe, doch Bewerber nach Brandenburg zu holen. Und wir werden also in einer konkreten Aktion Berliner Jugendliche zu uns nach Königs Wusterhausen einladen. Jugendliche, die noch nicht wissen, welche berufliche Laufbahn sie einschlagen möchten, im Berufsinformationszentrum werden sie ausführlich über die derzeitigen Ausbildungsplätze beraten. Und auch für die Langzeitarbeitslosen gibt es Zuversicht. In den kommenden Monaten soll sich die Zahl der freien Stellen erhöhen. Im Jahr 2005 standen die Cottbuser Stadtwerke kurz vor der Insolvenz. Hauptgrund für das Debakel war das störanfällige und wenig erprobte Heizkraftwerk auf Basis von Braunkohlestaub. Zudem hatte das Management falsche Angaben zu Jahresabschlüssen des kommunalen Unternehmens gemacht. Dadurch wurden negative Betriebsergebnisse jahrelang verschleiert. Letztlich musste das Heizkraftwerk verkauft werden. Inzwischen läuft es aber reibungslos und die Stadt Cottbus möchte es für immerhin satte 24 Millionen Euro gern wiederhaben. Ja, wir werden dann wieder der Anteilseigner sein zu 100% gemeinsam mit der Gebäudewirtschaft Cottbus. Und das ist natürlich ein sehr gutes Ergebnis, dass wir jetzt in den letzten Jahren erfolgreich saniert worden ist. Wir jetzt die Möglichkeit haben, mit unserem Vorkaufsrecht die Stadtwerke wieder voll zu erwerben. Damit natürlich viele, viele Fragen der Versorgungssicherheit, der Fernwärmepreisentwicklung, generell der wirtschaftlichen Entwicklung in der Stadt dann alleine entscheiden zu können. Und das ist ein Verdienst der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Unser Stadtwerke Cottbus GmbH, aber auch ein Verdienst des gemeinsamen Partners, der DKB. Wir haben in den letzten Jahren eine sehr erfolgreiche Sanierung
wirklich auch wirtschaftlich in Zahlen auf den Tisch gelegt. Wir sind jetzt ein gesundes Unternehmen und die Gutachter haben bestätigt, dass der Kaufpreis plausibel ist, dass diese Investition rentierlich ist und wirtschaftlich ist und für die Zukunft der Stadt eine zukunftsweisende Entscheidung. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass wir ohne Gegenstimme in der Stadtverordnetenversammlung diesen Beschluss gefasst haben. Ja, bis jetzt noch nicht und ich glaube auch, dass in Zukunft sich nichts ändert. Wir sind in der Energiewirtschaft, wir sind ein ganz normales Stadtwerk mit drei Medien. Wir besitzen Netze, Erzeugungskapazitäten, das heißt, das ist ein ganz normales Geschäft in der Energiewirtschaft. Bei Cottbus Verkehr werden ab kommenden Montag, den 5. Mai, wieder die Fahrgäste gezählt. Dabei soll der Anteil der schwerbehinderten Fahrgäste ermittelt werden. Dies ist notwendig, da durch die unentgeltliche Beförderung von Schwerbehinderten und ihrer Begleitpersonen Fahrgeldausfälle entstehen. Nach dem Sozialgesetzbuch können diese Einbußen dem Verkehrsunternehmen ersetzt werden. Die beauftragten Mitarbeiter eines externen Dienstleisters müssen sich entsprechend ausweisen. Und damit zu weiteren Kurznachrichten in Wort und Bild. Ab 1. Mai tritt das neue Punktesystem in Kraft. Das Fahreignungsregister wird dadurch einfacher, gerechter und transparenter. Oberstes Ziel ist dabei die Verkehrssicherheit. Die schon bestehenden Punkte werden in das neue System überführt. Bei 8 Punkten ist der Führerschein dann in Zukunft schon weg. Details zu allen Änderungen finden Sie auf der Homepage des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur unter www.bmvi.de. Zum Feiertag am Donnerstag, den 1. Mai, lädt die Cottbuser Parkeisenbahn zu einer Rundfahrt der besonderen Art ein. Fahrgäste werden mit selbstgebackenen Kuchen und frisch aufgebrühten Kaffee und Tee verwöhnt. Verkehren wird der Genießerwagen zwischen 13 und 16 Uhr. Gestartet wird zu jeder vollen Stunde. Tickets erhalten Sie bei der Parkeisenbahn am Bahnhof Sandua Dreieck oder im Kundenzentrum der Cottbus Verkehr GmbH. Weitere Informationen finden Sie zudem im Internet unter www.pe-cottbus.de und www.cottbusverkehr.de sowie unter Telefon Cottbus 75 61 70. In der Ottilienstraße wird zurzeit das frühere Datenverarbeitungszentrum abgerissen. Bis Mai wird der Abriss abgeschlossen sein. Das 5-geschossige Verwaltungsgebäude nebenan soll stehen bleiben. Hier sollen dann 25 barrierearme Wohnungen entstehen. Frühester Einzugstermin wird Mitte 2015 sein. Sobald der Entwurf steht, wird der Bauantrag gestellt. Noch keine Pläne gibt es hingegen für die Abrissfläche. Sie wird vorerst eine Grünanlage. In Silo wurde gestern gegen 22 Uhr ein 37-jähriger Fahrzeugführer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Als die Beamten Alkoholgeruch wahrnahmen, wurde ein Atemtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,72 Promille. Der Mann wird sich nun vor Gericht verantworten müssen. Dumm gelaufen ist die Sache auch für mehrere Jugendliche, die am gestrigen späten Nachmittag einen Spielplatz in der Tierbacher Straße beschädigten. Als ein Zeuge sie ansprach, flüchteten sie. Dabei verlor einer der Jugendlichen seine persönlichen Dokumente. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dürften daher nicht allzu lange dauern. Und auch gezündelt wurde wieder. Unbekannte Täter setzten gestern kurz vor 21 Uhr an einem Transformatorenhäuschen in der Gagloer Straße abgelegten Müll in Brand. Durch das Feuer wurde die Außenwand des Gebäudes verrußt. Im Inneren des Objektes entstand zum Glück kein Schaden. Und nun möchten wir Sie auf eine Sportveranstaltung am kommenden Maiwochenende aufmerksam machen. Am 3. Mai ist es wieder soweit. Erneut finden in Cottbus die deutschen Meisterschaften im Duathlon statt. Wie gewohnt verläuft die Rennstrecke zwischen Cottbuser Messegelände und Branitzer Park. Eine Neuerung gibt es dann aber doch noch. Ja, die gravierendste Änderung ist, dass die deutschen Meisterschaften nur an einem Tag stattfinden. Im letzten Jahr hatten wir ja 2 Tage zur Verfügung. Ja, in diesem Jahr kollidieren wir dann mit dem letzten Heimspiel von Energie Cottbus und deshalb müssen wir schon alles am Samstag in Sack und Tüten haben. Das heißt also, volles Programm am Samstag von 9 Uhr der erste Start bis 16.30 Uhr letzter Start. Duathlon ist die Frühlings- und Herbstversion vom Triathlon. Bestehend aus 2 Disziplinen werden die Teilnehmer 10 Kilometer laufen, 40 Kilometer Radfahren und 5 Kilometer laufen. Dieses Jahr wird mit einem neuen Teilnehmerrekord gerechnet. Wir haben einen besseren Meldestand als im letzten Jahr. Ich denke mal, die letztjährige Veranstaltung hat gute Werbung für uns gemacht und deshalb werden sicherlich mehr Sportler den Weg in die Lausitz finden dieses Jahr. Wir freuen uns besonders, dass der Zoltan Senjicin als Local Hero hier am Start sein wird.
Und wir freuen uns auch, dass die derzeitige Europameisterin im Duathlon, die Franziska Schäffler, auch bei uns starten wird. Dieses Jahr kann jeder auch ohne Triathlon-Lizenz im Feld der deutschen Meisterschaften starten. Allerdings wird eine Meisterschaftswertung für diese Starter dann nicht möglich sein. Anmeldeformulare sowie alle Informationen rund um die Meisterschaften finden Interessierte im Internet unter www.tsv-cottbus.de. Und wer dann noch nicht genug vom Sport hat, kann sich am darauffolgenden Tag die Landesmeisterschaften Brandenburg der Schülerinnen und Schüler ansehen. Und wir bleiben beim Sport. Der FC Energie Cottbus hat mit Roland Benschneider einen neuen sportlichen Leiter verpflichtet. Der gebürtige Brandenburger unterschrieb heute einen 2-Jahres-Vertrag und soll sich unverzüglich um die Zusammenstellung einer konkurrenzfähigen Mannschaft für die Saison 2014-2015 kümmern. Roland Benschneider ist 33 Jahre alt, wurde in Neuruppin geboren und durchlief von 1998 bis 2000 die Lausitzer Sportschule in Cottbus. Als Profi in der ersten und zweiten Bundesliga war er unter anderem bei Arminia Bielefeld und dem ersten FC Köln unterwegs. Das letzte Heimspiel in der zweiten Bundesliga bestreitet Energie übrigens am Sonntag um 15.30 Uhr gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. Das kommende lange Maiwochenende ist ja förmlich prädestiniert für größere Ausflüge. Und warum auch nicht mal wieder mit dem Fahrrad? Doch wer seinen Drahtesel schon länger nicht mehr auf Sicherheit überprüft hat, sollte vielleicht mal genauer hinschauen. Und dazu ein paar Tipps. Die Sonne scheint, der Frühling ist da und damit ist ja auch die Fahrradsaison eröffnet. Doch mein Fahrrad ist noch überhaupt nicht frühlingsfit. Erstens hat es einen Platten und zweitens lassen sich auch die Gänge nicht mehr richtig schalten. Dafür bin ich aber heute beim Fahrradshop Mühlenberg und hier wird mein Fahrrad so richtig durchgecheckt. Ja, Gerd Mühlenberg war schon so nett und hat mein Fahrrad auf diese Hebebühne hochgepumpt, haben wir ja gerade gesehen. Herr Mühlenberg, was gehört denn jetzt zu so einer Durchsicht im Frühling dazu? Also eine komplette Durchsicht, das wäre das Wichtigste, dass die Laufräder mal neu zentriert werden, die Speichen alle auf eine richtige Spannung gebracht werden, dass die Radlager eingestellt werden, dass also die Radlager kein Spiel haben, dass wir die Bremsen uns beschauen. Und bei den Bremsen sehe ich hier schon, dass sie haben zwar hochwertige Magura-Öldruckbremsen, aber die Bremsbacken sind vorne verschlissen. Ich habe also hochwertige Bremsen, aber wohl schon zu viel gebremst, oder? Schon ein bisschen zu viel gebremst im Laufe der Zeit, ja. Genau, darüber hinaus würde ich Ihnen hier auch gleich erstmal ein bisschen Luft aufpumpen, dass Sie wieder losfahren können und die Durchsicht machen wir dann später. Und mir ist aber noch was aufgefallen, ich kann ganz schlecht schalten. Springt auch manchmal ab, runter, liegt das an der Kette? Lassen Sie uns schauen und zwar, wenn ich mir die Kette hier beschaue, da gibt es eine Kettenmesslehre, dann greift die hier ins Leere, wie wir sehen. Und das heißt also, die Kette ist ausgelenkt. Dadurch ergibt sich, dass es auch hinten nicht mehr richtig schaltet. Und der Kranz hinten, der ist besonders da verschlissen, auf den Gängen, auf denen Sie am meisten fahren. Und das ist in unserem Flachland natürlich nicht der oberste, weil der ist fürs Gebirge, sondern es sind immer die unteren drei. Ja, also hier müsste man mal die Kette neu machen und das Ritzelpaket hinten neu machen. Und dann werden Sie auch ein ganz anderes Schaltgefühl wieder haben. Ja, jetzt weiß ich alles, was zu der Durchsicht dazugehört. Das ist natürlich alles ein langer Arbeitsprozess, aber was der Herr Mühlenberg gleich mal machen kann, ist mir hier vorne auf dem Vorderrad wieder ordentlich Luft drauf. Das kriegen wir sofort hin. So, der erste Schritt der Reparaturannahme ist jetzt also getan. Herr Mühlenberg, was mich aber tierisch nervt, ist, dass ich ganz, ganz schnell einen Platten bekomme. Gibt es da irgendeine Hilfe? Ja, da gibt es wunderbare Reifen, die sind unplattbar und die würde ich Ihnen gerne vorne mal zeigen. Das ist immer besser wie erzählen. Dann gehen wir da jetzt mal hin. So, hier sind wir bei den Reifen. Das ist so ein Reifen, der unplattbar ist. Das ist der Reifen, der nennt sich unplattbar von Schwalbe. Und damit können Sie dann wirklich durch Scherben und durch alles Mögliche durchfahren. Und der wird nichts durchlassen. Der hat, damit ich ihn nicht zerschneiden muss und trotzdem zeigen kann, habe ich hier ein Muster. Und der hat eine Spezialkautschuk-Einlage drin und unten eine sehr dicht und qualitativ hochgenähte Karkasse. Natürlich dann auch die wichtigen Rohstoffe, die nicht brüchig werden lassen. Das heißt, wenn ich durch eine, ja, wie hier als Beispiel, durch eine Reißzwecke fahre, das macht dem Reifen überhaupt nichts? Macht nichts, auch Glasscherben machen dem Reifen nichts. Oder Akazienstacheln, was ich am meisten immer raushole aus den kaputten Reifen, macht dem auch nichts. Ja, also. Ja, kaum zu glauben, aber sowas gibt es wirklich, einen Reifen, der unplattbar ist. Und wenn Sie jetzt noch kein passendes Fahrrad zu dem Reifen haben, der unplattbar ist, kein Problem, wir zeigen Ihnen jetzt, was es so Neues auf dem Fahrradmarkt gibt.
Das Fitnessbike ist ein Fahrrad für Sportliche, kann als Rennrad für Trainingszwecke genutzt werden, ist aber durch die Beleuchtungsanlage auch straßentauglich. Ab 500 Euro gibt es so ein Fitnessbike. Elektrofahrräder sind besonders gut für ältere Menschen geeignet. Der Motor im Mittellager unterstützt beim Fahren und schont so die Kräfte. Ein gutes E-Bike gibt es ab 1.500 Euro. Das Citybike ist ein Fahrrad für kurze Strecken, für den Weg durch die Stadt oder auch mal einer Tour durch den Spreewald. Schon ab 400 Euro gibt es das Citybike. Mein Fahrrad ist jetzt bei der Durchsicht, wird also repariert. Morgen kann ich schon wieder abholen und dann geht's los zur Fahrradtour. Wir sind schon fast wieder am Ende unserer heutigen Sendung. Gleich im Anschluss können Sie, wie bereits gestern angekündigt, in unserer Reihe Meine 5 Minuten noch ein wenig Gymnastik treiben. Ich darf mich bereits hier von Ihnen verabschieden und zwar aus gutem Grund, denn die anderen LTV-Mitarbeiter warten schon. Wir stoßen heute an auf 22 Jahre Lausitz TV. Und dass es uns schon so lange gibt, das verdanken wir Ihnen, unseren Zuschauern und Werbepartnern. Vielen Dank dafür. Ich wünsche Ihnen ein schönes langes Wochenende. Machen Sie es gut. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Meine 5 Minuten. Wir bereiten Sie heute auf den Frühjahrsputz vor. Dazu brauchen wir einen Scheuerlappen und Sie werden staunen, welche Übungsvielfalt damit möglich ist. Und weil Frühjahrsputz allein keinen Spaß macht, habe ich mir Gabriele eingeladen. Wir setzen den rechten Fuß auf den Scheuerlappen, belasten das linke Bein und fangen an, das rechte Bein zu kreisen. Die Hände in die Hüfte stützen und schön geradeaus schauen. Genau. Einfach schön kreisen. Da merkt man die Belastung im Standbein. Und noch 4, 3, 2 und 1 und stopp. Wir wechseln die Seite. Jetzt wird das rechte Bein belastet und das linke kreist. Genau, schön aufrecht bleiben ist wichtig. Genau, nicht nach hinten kippen. Genau. Und immer die Bauchspannung halten. 3, 2 und 1 und stopp. Gut, wieder das rechte Bein drauf. Und jetzt fallen wir zur Seite. Wir rutschen mit dem Lappen zur Seite und beugen das rechte Bein. Genau. Und wieder zurückziehen. Dorthin rutschen und kräftig zurückziehen. Dann wird die Oberschenkelmuskulatur innen sehr schön gekräftigt. Und wieder zurück. Und 1 und wieder zurück. Und 3 und wieder rück. Und 2 und wieder rück. Und ein letztes Mal und 1 und rück. Wir wechseln wieder die Seite. Den Bauch wieder spannen und los geht's. Nach außen rutschen, kräftig ranziehen. Schön das Bein belasten nach außen, genau. Und kräftig ranziehen. Nach außen fallen und wieder ranziehen. Nach außen fallen und ranziehen. Nach außen fallen, an die Bauchspannung denken. Und 3 und wieder rück. Und 2 und wieder rück. Und einmal noch hopp und wieder rück. Gut, wieder das rechte Bein belasten. Auf dem linken Bein stehen wir jetzt. Belasten das linke Bein und bringen unser Bein nach hinten. Brust raus, Schulter nach hinten unten und wieder ranziehen das Bein. Genau, nach hinten schieben und wieder ran. 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 2 und ran. Und einmal noch schieben und ran und locker machen. Sehr schön. Wir wechseln die Seite. Nur den Ballen aufsetzen, das Knie beugen und jetzt das linke Bein lang nach hinten und wieder ran. Das Knie bleibt gebeugt. Hopp und wieder ran. Schieben und wieder ran. Lang schieben und wieder ran. 2 und wieder ran. Und ein letztes Mal schieben, ran, aufrichten und schön die Beine ausschütteln. Eine letzte Übung im Stand. Wieder das rechte Bein auf den Lappen. Die Hände stützen wir jetzt ein. Bauch ist fest, Brustbein heben. Und wir rutschen jetzt nach vorne. Das Gewicht auf den Lappen geben und wieder zurückziehen. Das hintere Bein nach vorn drehen. Schieben und wieder zurück. Ausatmen und wieder rückziehen.
tief und schön den Bauch gespannt lassen. Viermal noch. Vier und rück. Drei und rück. Zwei und rück. Und ein letztes Mal und eins. Und gut. Prima. Nochmal wechseln bitte. Gut positionieren den Fuß. Wieder die Grundspannung herstellen, Bauch fest und los geht's. Wir rutschen nach vorn und wieder zurück. Nach vorn und wieder zurück. Nach vorn und viermal noch. Vier und rück. Drei und rück. Zwei und rück. Und ein letztes Mal und eins und rück und die Beine locker machen. Jetzt sind die Arme dran. Wir begeben uns in den Kniestand, stützen uns mit dem rechten Bein ab und auch die Hand ist auf dem rechten Oberschenkel. Und dann gehen wir nach unten, belassen den Lappen und schieben die Arme nach vorn und wieder zurück. Und schön nach vorn schieben und wieder zurück. Nach vorn schieben und wieder zurück. Nach vorn schieben und wieder zurück. Die Ferse schön stehen lassen vom vorderen Bein und wieder zurück. Nach vorn schieben und wieder zurück. Und einmal noch schieben. Achtung, jetzt in die Diagonale. Wir strecken uns weit zur Seite und wieder zurück. Weit zur Seite, genau. Und wieder zurück. Weit zur Seite und wieder zurück. Und schieben. Und gut, wir wechseln das Bein. Genau, wieder schön abstützen. Der Rücken bleibt lang. Hand aufstützen und lang nach vorn gehen. Fuß stehen lassen, die Ferse hier stehen lassen. Arbeite nach vorn, genau, und wieder zurück. Vorschieben und wieder zurück. Vorschieben und wieder zurück. Vorschieben und wieder zurück. Und noch einmal vorschieben und rück. Achtung in die Diagonale. Weit rüberschieben, genau. Und rüberschieben und wieder rück. Rüberschieben und wieder rück. Rüberschieben und wieder rück. Und ein letztes Mal schieben und gut. Okay, jetzt machen wir noch eine ganz schwere Übung. Und zwar stellen wir uns auf den Lappen, nehmen den Lappen hier unter die Füße. Genau, stützen uns mit den Händen ab, die Finger schön öffnen, den Bauch richtig gut anspannen und die Beine werden lang nach hinten geschoben. Los geht's. Beine zurück und wieder ran. Drei und ran. Zwei, Bauch schön spannen und ran. Und ein letztes Mal und gut. Jawohl, damit ist unser Frühjahrsputz beendet. Dann herzlichen Dank. Das war's für heute. Bleiben Sie gesund und aktiv. Der Frühjahrsputz sollte besonders gut gelingen dieses Jahr. Und bis zum nächsten Mal. Freitag, 2. Mai, feiert die Spreegalerie Cottbus ihren Geburtstag bis 23 Uhr mit einem Moonlight-Shopping. Vayamos, compañeros! Natürlich feiert die Spreegalerie nicht allein, sondern mit vielen Promis wie Bugs Bunny und Daffy Duck, der Geburtstagstorte und am Abend mit Stargast Marquez live auf der Bühne. Vayamos, compañeros! Happy Moonlight-Shopping am 2. Mai in der Spreegalerie Cottbus. Basta! Es grünt und blüht im ganzen Land. Darum versäumen Sie nicht unseren Geranienmarkt vom 8. bis 10. Mai auf dem Stadthallenvorplatz. Gärtner aus der Region präsentieren Ihnen alles, was Heim und Garten erblühen lässt. Der 21. Geranienmarkt in Cottbus unter der Schirmherrschaft von Frank Schimanski. LTV-Empfangen Sie auch über Satellit, übers Internet und in den Cottbusser Kabelnetzen. Nur bei Teleco, Funk und Technik, Mito und Bär, Telekolumbus und Kabel Deutschland. Leider nicht bei anderen Anbietern.
Kron, die private Braumanufaktur, präsentiert Ihnen das Wetter. Heute konnte sich die Sonne in der Lausitz bis zum Nachmittag kaum durchsetzen. Erst am Abend wurde es überall freundlicher und es blieb trocken. In der Nacht gehen zunächst die Wolken immer mehr zurück und uns erwarten Temperaturen um die 6 bis 10 Grad. Der morgige Maifeiertag wird eher wechselhaft. Wenig Sonne und viele Wolken bei Temperaturen um die 13 bis 19 Grad. Doch am Nachmittag verschwindet die Sonne dann völlig. Uns erwarten Regenschauern und es kann örtlich auch zu Gewitter kommen. So bleibt es auch am Freitag. Für das kommende Wochenende kündigt sich aber schon besseres Wetter an. Das Wetter präsentierte Ihnen Landskron, die private Braumanufaktur. Genießen Sie das Bier des Monats April, Landskron Lemon Radler. Landskron, so heißt mein Bier. Lieber ein Landskron, immer ein Genuss. So, Schluss jetzt. Ihr kommt sofort mit nach Hause. Kinder, aufwachen. Ab nach Hause mit euch. Aber wenn ich groß bin, kaufe ich mir doch ein Renault im Auto aus Hertel.